Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Ja, wir müssen kurz irgendwie abwarten, bis die da sich verzieht oder so, irgendwie abhaut. Ich weiß nicht, wann haben die Feierabend, wie spät haben wir es im Game? Muss ich mich einmal hier hinsetzen und abwarten, würde ich sagen. So, 6.31 Uhr lokale Zeit, dann würde ich mal vielleicht 14 Stunden warten, 18 Uhr ungefähr haben die hoffentlich Feierabend, gehe ich mal von aus. So, dann warten wir halt die Zeit. Obwohl, ich vermute eher von 6 bis 6 arbeiten die eher, aber okay, kann auch sein, 8 Uhr. So, also 20 Uhr, okay, machen wir 20 Uhr raus. Okay, die machen Feierabend. Gehen wir, bevor alles voll ist. Ah, okay. Der haut auch ab. Ich bin mal so nett und schließe die Tür. So. Passwort benutzt. Bewerbungen. Keine anderen Jobangebote gefunden. Bitte die Bewerbung für Jobnummer 7314 auswählen. Offene Jobangebote 7314. Max Deus. Könnt ihr löschen, Bewerbung. Erfahrung über 10 Jahre. Beurteilung vielversprechender Bewerber. Bessere Alternativen sind vorzuziehen, doch sollte es keine geben, ist dieser immer noch ausreichend. Almaya Doren. Almaya Doren. Erfahrung 5 bis 9 Jahre. Abschluss Bachelor. Beurteilung: Diese Kandidatin ist nur über Frage 4 gestolpert. Andere Kandidaten sind vielversprechender. Für alle Fälle sollten wir ihre Bewerbung jede Woche bewahren. Löschen. Fehler: Bewerbung fehlt. Bitte ins Bewerbungsmenü zurückkehren. So. Macauli Espasa. Erfahrung 1 bis 5 Jahre. Die Testfragen hinterlassen einen guten Eindruck. Etwas mehr Erfahrung wäre jedoch wissenswert. Behalten wir ihn im Überblick. Abschluss Master. Wir sind aber ganz schön. Aaron Farn. So. Erfahrung keine. Super. Abschluss, Schulabschluss. Perfekte Testergebnisse, aber die mangelnde Erfahrung und der Abschluss wecken Bedenken. Gibt es keine Alternativen, erhält er einen befristeten Vertrag. Löschen wir ihn. So, Nyla Atherton. Erfahrung über 10 Jahre. Abschluss Promotion. Beurteilung: Hat die Testfragen perfekt beantwortet. Sie ist die ideale Kandidatin, könnte jedoch überqualifiziert sein. Oh, löschen. So, okay, was gibt es noch für Bewerbungen? Nur noch meine. Ich könnte meine auch löschen. Das hätte ich dann lustig gefunden. Hätten die dann gar keine Bewerbungen mehr. Und was der dann da unten gesagt hat. Geh auf den Mars, hieß es. Die Bezahlung ist super, hieß es. Tja, die Depressionen auch. Oh, hier gibt es Depressionen. Lange Wochen. Ja, okay. Gibt es irgendwo. Oh, Prognose verbessert. Perfekt. Warte mal, wo ist denn der? Da. Glaub mir, das ist der beste Weg, die Anfrage genehmigen. Keine Sorge, wir sorgen dafür, dass du den Job kriegst. Ich hab's geschafft, das ist nur noch meine Bewerbung. Und ich habe hervorragende Neuigkeiten für dich. Ich habe gerade gesehen, dass du Peters neue Assistenz bist. Herzlichen Glückwunsch. Jo, danke schön. Ich bin für die nächste Stufe des Plans bereit. Ab jetzt wird es leicht. Du arbeitest einfach für Peter und wenn du an seine Terminal-Nachrichten kommst, siehst du meine Anfrage. Du musst nur meine Anfrage genehmigen und dann machen wir gleich weiter. Dann holen wir uns neue Ausrüstung und zeigen denen oben, wie es gemacht wird. Okay. So. Auf nach oben. Bürokratie-Blues. Meld dich bei Peter Brennan zur Arbeit. B
Bürokratie-Marathon jetzt, okay. Könnte interessant werden. So. Meine Güte, sicher richtig Spaß? Warum bewerben sich sonst so viele Leute? Oh, da bist du ja wieder. Du hast eine gefühlte Ewigkeit weg. Weißt du eigentlich, wie hart mein Job ohne Assistenz ist? Glaub, du verwechselst mich mit deiner vorherigen Assistenz. Oh, was ist denn mit der alten passiert? Ah, eigentlich egal. Als ich gehört habe, wie schlecht du beim Einstellungstest abgeschnitten hast, hatte ich ja meine Zweifel, aber du bist pünktlich. Das macht mir Hoffnung. Genug geplaudert. Gehen wir an die Arbeit. Ich mag ihn jetzt schon. Gerne, zeig mir einfach, wo dein Computer steht und ich kümmere mich um deine Nachrichten. Noch nicht, das muss warten. Erst habe ich eine deutlich wichtigere Aufgabe für dich. Ich erwarte eine private Bestellung. Ich weiß nicht warum, aber beim letzten Mal musste meine Assistenz mit Governor Hurst darüber sprechen. Also los, hol mir mein Paket. Was ist mit deinem letzten Assistenten passiert? Ich weiß es nicht. Ich dachte zunächst, dass ich mehrere hätte, die sich immer abwechseln, aber offenbar hatte ich immer nur einen und die verschwinden alle irgendwann. Ich glaube, mein letzter Assistent sollte mir Kaffee holen und ist nie zurückgekommen. Ich habe ehrlich gesagt nie zugehört, als sie rumgejammert haben. Was genau machen wir hier? Wird im Grundkurs denn gar nichts mehr durchgenommen? Ah, halt. Es gibt ja gar keinen Grundkurs mehr. Egal, ist nicht wichtig. Deine Aufgabe ist simpel. Du tust, was ich dir sage. Fertig. Wundert mich, dass du das vergessen hast, Steph. Ah, halt. Stimmt ja. Neuer Assistent. Kannst du mir etwas über dich... Was hast du denn bestellt? Was hast du denn bestellt? Eine gute Assistenz hat keine Fragen zu stellen. Eine schlechte wird gefeuert. Mittelmäßige Assistenten kriegen... Ach, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Aber ist auch egal. Ja, hol mir einfach mein Paket. Außerdem weiß ich es nicht mehr genau. Aber es ist wichtig. Oh, bist du fertig? Wir erinnern Sie daran, ich bin ein bisschen sprachlos. Wenn ich für ihn etwas abholen soll, dann muss ich ja wissen, was ich für ihn abholen soll. Kinder an gefährliche Arbeitsplätze mitzunehmen. Guten Tag. Sag doch guten Tag. So, es gibt keinen Politiker, der sich mehr für die Menschen engagiert als ich. Ah, hallo. Willkommen. Für gewöhnlich habe ich keine Zeit, mit fremden Leuten von der Straße zu reden. Aber wenn es schnell geht, helfe ich. Was kann ich für dich tun? Ja, ich wollte dir nur ein paar Fragen stellen. Ich kann deine allgemeinen Fragen zu Cydonia beantworten, aber nichts Politisches. Tut mir leid, aber ich rede grundsätzlich nur mit ausgewählten Journalisten und wichtigen politischen Spendern, die wirklich daran interessiert sind, den Wohlstand auf dem Mars zu sichern. Du kannst mir vertrauen. Ich möchte nur deine Meinung zur Politik in Cydonia hören. Okay, verständlich, wir brauchen nicht über Politik reden. Ich bin an der Zukunft des Mars interessiert. Wie viel muss ich für ein Gespräch darüber spenden? Wenn du das fragen musst, kannst du es dir wohl nicht leisten. Wofür genau sind diese Spenden? Politik. Wunderst du dich etwa, dass die Räder der politischen Maschine mit Geld geschmiert werden? Ich bin zwar UC-Beamter, aber ich bin trotzdem auf politische Spenden angewiesen, um entscheiden zu können, wie ich Gelder und Ressourcen an verschiedene Lobbygruppen verteile. Das Geld fließt wieder in die lokale Wirtschaft, weißt du? Okay. Du kannst mir vertrauen, ich hätte nur deine Meinung zur Politik in Cydonia. Tut mir leid, aber das geht nicht. Wenn du noch Fragen zu Cydonia hast, beantworte ich sie gerne. Ansonsten muss ich aber jetzt weitermachen. Tut mir leid, das ist ein Standardschutz gegen die Medien und alle, die mit ihnen reden könnten. 1000 Credits anbieten, ich spende und würde gerne mit dir über Politik reden. Komm, machen wir mal. Süß, aber das reicht nicht. Wenn du den Preis nicht kennst, kannst du es dir wohl nicht leisten. Und ich weiß auch nicht, ob ich es von dir annehmen würde. Irgendwie, ich mag ihn nicht. Gibt es hier für Leute wie mich Arbeit? Da ich dich kaum kenne, weiß ich nicht, wie ich das beantworten soll. Aber Cydonia ist ein Industriezentrum.
Hier gibt es reichlich Jobs. Wenn du Mining-Erfahrung hast, red vielleicht am besten mal mit dem aktuellen Mining-Direktor von Deimos. Oder du gehst zum Büro der Deimos Sternenwerft und fragst da. Wenn das nicht nach deinem Geschmack ist, gibt's reichlich örtliche Firmen, die immer Aushilfen suchen. Okay, egal. Dann, Governor Hurst, ich bin im Auftrag von Peter Brennan hier. Du warst ja recht fleißig dabei, dir einen Namen zu machen, nicht wahr? Entschuldigung, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Schon gut. Du kannst dir das Theater sparen. Hör mal, ich bewundere Tatmenschen wie dich. Du kriegst nur Ärger, wenn du Ärger machst. Und ich glaube, dafür bist du nicht der Typ. Ich weiß, dass du nicht wirklich Mr. Brennans Assistenz bist. Ich weiß nicht, was du vorhast. Aber ich habe keinen Grund zur Annahme, dass es nichts Gutes ist. Also kommen wir zur Sache. Was kann ich für dich tun? Ich suche nach Brands persönlicher Lieferung. Laut ihm weißt du wohl, was über ihren Verbleib. Oh, ich weiß genau, was mit dem Paket passiert ist. Mr. Brennan hat vermutlich versäumt, dir zu erzählen, dass ich es aufgrund seiner immensen Steuerschuld zurückhalte. Oder es ist ihm überhaupt nicht bewusst. Also, hör zu. Ich gebe die Lieferung frei. Aber erst musst du mir einen Gefallen tun. Du kommst mir vor, als könntest du Diskretion bewahren. Aber hattest du nicht vorhin noch... Mein privates Raumschiff wurde gestohlen. Ich brauche jemanden, der es findet. Und dann zerstört. Diskret. Deine Lippen müssen versiegelt sein. Wenn dein Schiff von Piraten gestohlen wurde, wieso fragst du nicht dann nicht die Sister? Warum ist es so wichtig, das Schiff zu zerstören? Tja, das ist eine komplizierte Situation. Ich erspare dir die Details, aber da es wohl von Piraten gekapert wurde, wäre es besser, das Schiff und alle an Bord zu vernichten. Macht es einfacher für die Versicherung. Ah, alles klar. Dann sind wir uns also einig. Ich schicke dir die letzte bekannte Position meines Schiffs. Und denk daran, die Sache ist vertraulich. Alles klar. Ich komme immer in mehr und mehr Intrigen hier rein. Mit diesen kleinen Quests. Ich weiß nicht, wie ich das sonst irgendwie... Okay, die ehrlichen Quests, die haben wir ja auch schon, glaube ich, alle erledigt. Das sind jetzt nur noch die... Die nicht mehr so ganz reinen Quests so. So, muss ich eh mal schauen, also. Aber okay, dann erledigen wir die Quest noch und will ich mal schauen, dass ich mal für Glad oder so noch ein paar Tempel irgendwie mache. Ich habe irgendwie schon Bock, ein paar Tempel wieder zu machen. So, und hoch, Cockpit. Auf zu den Sternen. Keine richtigen Dialoge, so wenn die mit mir reden wollen. Erreichen den Orbit. So, da muss ich hin. Uranus, okay. Da bin ich jetzt neugierig, aber hoffentlich wieder Schiffskämpfe. Ich hab Bock auf Schiffskämpfe. Ein paar Piraten oder so. Automatisch speichern. Hä? Oberon, okay. Das fand ich jetzt interessant. Was ist denn das für ein Schiff? UC Lilmer. Hä? Umbriel? Jetzt ernsthaft? Hä?
Also, Fräulein, ich bleibe lange auf und lese heimlich. Hast du heute Nacht was Neues aus deinem Buch gelernt? Tu nicht so, als wärst du sauer. Ich weiß, dass du es nicht bist. Ich will dich nicht nerven, ich habe gelernt, dass die Leute auf der Erde mit Hilfe der Sterne navigiert haben. Echt cool. Ich stecke in einer Notlage und aber es hat auch nur Hilfe, funktioniert, weil sie nur auf einem Planeten gelebt haben. Es tut gut, endlich ein anderes. Erinnere mich daran, dir zu erzählen, oh, Sam, halt wie gewisser Solomon Coe durch seine Sternenbeobachtungen gelandet ist. Okay, Sam hat... Lass mich an Bord, ich bin von der Flie, so wie du. Tut mir leid, ich habe den Klammerfehl auch zu vernichten. Boah, ich will mal rein. Was? Du gehörst zu uns? Alles klar, komm an Bord. Ich hoffe, du hast Schiffsteile für Reparaturen dabei. Die brauchen wir nämlich, um dieses Ding zur Basis zu bringen. So, andocken. Ja, wir können andocken. Optional zerstöre Herzschiff. Vielleicht kann der Schiff auch in meine Besatzung wieder zurück. Druck normalisiert. Wir haben einsteigen. Na gucken. Ich habe jetzt die angelogen. Jetzt will ich mal gucken, was da passiert. Du willst Pirat sein? Also bitte. Wir wissen, dass du nicht zur Fleet gehörst. Informiere dich besser, bevor du wieder sowas Dummes versuchst. Du hast die Wahl. Wir brauchen Teile, um unseren Graf-Antrieb zu reparieren. Gib uns die Teile und dein Schiff und wir lassen dich leben. Oder wir legen dich um und nehmen es uns. Wenn du dich bei 20 nicht entschieden hast, entscheide ich. So, überzeugend warte. Ich denke, wir alle können hier auseinandergehen und bekommen, was wir wollen. Oder dritte Möglichkeit, ich töte euch alle und erfülle den Rest meiner Mission. Komm schon, kannst du mich nicht ein bisschen darüber nachdenken lassen? Komm, egal, wir greifen an. Dann stirb! Wir hätten nicht wegpusten sollen, für die Chance hatten! Oh, wer kann das sein? Jemand ist so ein Weg! Was war das denn jetzt? Jetzt sind welche entkommen oder wie? Gibt's hier noch welche? Was ist das? Nur T, okay. Aber auf die Art kriegen wir noch ein bisschen mehr Punkte. Erfahrungspunkte. Noch ein Bruch geheilt, perfekt. Hier gibt's noch was. Ah, ich sehe dich. Was ist denn da jetzt passiert? Giftgas. Versuchen mit der Leiter. Ist das alles? Kann man nachladen? Das schaffen wir nicht! Los! So, wo sind sie hin? Schiff.
Oh. Sylvia Gloss, das war's. Sonst ist schon, hörst du schon. Nehmen wir alles mal mit. Das Ding ist leer. Die Arme. Die tut mir leid. Tür öffnen. Gibt es sonst noch was? Credits 71. Hier gab es ja auch nichts. Okay, gehen wir hoch. Wir gucken, ob wir das Schiff behalten kann. Oder ob hier noch zumindest mehr Loot ist. Frachtraum hat nichts. Bin des Captains. Weltumexperte Hardtag. So. Pilotensitz. Du bist nicht befugt, dieses Schiff zu fliegen. Verdammt. Okay, dann ist es halt so. So, hier oben habe ich glaube ich auch noch nicht alles erkundet, oder? Doch, hier oben hatte ich schon. Hier oben hatte ich schon alles. Gut, dann zerstören wir jetzt den Flieger. Leider. Ich hätte den gern behalten. Aber ich bin halt nicht befugt. So, abdocken. Operation abgeschlossen. Schubdüsen frei. So, wo ist denn das Schiff da? Aua. Jetzt noch einmal. Haben wir zweimal. Das war's und nach dem Spaß. Warte mal. Ich meine, ich habe da gerade noch was gehört. So. Da wollen wir hin. Aber interessante Flugmanöver hier bis hierhin. So, Mars, endlich. Das waren jetzt extrem viele Ladebalken, sagen wir mal. Also nicht Ladebalken, Ladesequenzen. Bis hinzukommen. Willkommen im UC-Raum. Gegenwärtigen Kurs beibehalten, während wir deine Fracht scannen. Spaß in Cydonia. Ja, so, zur Karte. Der Energiewaffensysteme-Skill erhöht den Schaden durch die Energiewaffen deines Schiffs. So, Level 39. So. Wir sind aber noch nicht überladen. Okay, das ist gut. Was haben wir eigentlich alles eingesammelt? Wir hatten, glaube ich, neue Kleidung auch eingesammelt. Bodencrew und Space Trucker. Ja, okay. Das, was wir jetzt haben, gefällt mir am meisten. Die
Die Kriminalitätsrate war noch nie so gut. Ja, kriegen wir hin, ne? Und der Kriminalitätsrate hier? Die Lux-Kondos sind nichts Besonderes, aber für viele Leute, die haben. Ja, dein Schiff ist hinüber. Ich hoffe sehr, dass du unser kleines Problem gelöst hast. Ich bin wieder da, jetzt reden wir über deine Seite der Abmachung. Hast du mein kleines Problem beseitigt? Ich habe deine Nachricht an die Piraten gefunden. Wäre ziemlich übel, wenn die Leute davon wüssten. Könnten ihn erpressen. Wie wäre es mit einem kleinen Extra, um meine Lippen zu versiegeln? Worum es auch immer geht, dann geben sie es sicher. Gut, dann überlasse ich dir, wie versprochen, Mr. Brennans Lieferung. Als Bonus gewähre ich ihm sogar Steueraufschub. Du hast mir wirklich aus der Zwickmühle geholfen. Versteh mich nicht falsch. Aber ich hoffe, ich brauche die Art von Hilfe nie wieder. Okay, alles klar. Bei Peter Dings die Lieferung abgeben. So. Manchmal habe ich das Gefühl, die Minen laufen einfach von allein. Das ist wohl mir zu verdanken. Mein Paket. Hast du es schon? Ja, ich habe es. Hoffentlich war es ein Aufwand wert. Ja, aber ich muss dafür zwielichtigen Kram für Hurst erledigen. Außerdem hast du Steuerschulden. Oh, klasse. Danke, dass du das erledigt hast. Also, bist du so nett und kümmerst dich um meine Computernachrichten? Da hat sich einiges angesammelt, während du weg warst. Du musst alles beantworten. Hier ist mein Passwort. Aber lass deine Antworten so klingen, als kämen sie von mir. Ich muss meinen Ruf wahren. Was für ein Ruf? Ja. Also, auf mich hast du den Anschein, als könntest du nicht einmal dir den Arsch alleine abwischen, ja? Nachrichten? Bitte um Treffen. Mr. Brennan, ich würde gerne demnächst ein Treffen arrangieren, um eine mögliche Partnerschaft zu besprechen. Die Gelegenheit, Erz vom Mars zu kaufen, ergibt sich nicht allzu oft. Daher bin ich bereit, ein sehr großzügiges Angebot zu machen, aber lass uns persönlich darüber reden. Sag einfach Bescheid, wann es für dich passt. Mit freundlichen Grüßen, Javier Lindel. Psychische Beurteilung? Peter, bei deiner psychologischen Beurteilung sind ein paar interessante Sachen herausgekommen. Es wäre gut, wenn wir uns mal unterhalten können, damit ich sicher gehen kann, dass du die Fragen richtig verstanden hast und damit du eventuell einige der Antworten etwas erläutern kannst. Ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass du Frage 6 komplett missverstanden hast. Bin nicht sicher, ob diese Person überhaupt auf dem Mars arbeitet, geschweige denn für diese Firma. Lass uns mal plaudern, um das zu klären. Ich muss eine ordentliche Beurteilung einbringen. Danke, Gilly. Lieferung? Mr. Brennan, ich erinnere dich hiermit daran, dass du nach wie vor ausstehende Steuerschulden hast. Wir haben nun eine Lieferung für dich zurückgehalten, in der Hoffnung, dass dies dich motiviert, herzukommen und deine Schulden abzubezahlen. Damit du deine Lieferung bekommst. Wir schätzen Demos als lokales Unternehmen und wollen diese Sache nicht unnötig aufgrund einer solchen persönlichen Angelegenheit eskalieren lassen. Vielen Dank für dein Verständnis. Glenn Hurst, Gouverneur Cydonia. Hallo. Hey Loser, seitdem ich weiß, dass du nicht mal für Arbeitsangelegenheiten an deinem Arbeitscomputer gehst, kann ich hier sagen, was ich will, ohne dass du es je herausfindest. Blag, Popel, die Pups. Da hast du. Ich kann irgendeinen Blödsinn verzappen und es spielt keine Rolle. Aber lass mich dir mal was Ernstes sagen. Du stinkst. Du bist faul und inkompetent. Du bist ein arroganter, reicher Schlösel, der aus purem Glück an seine Stelle gekommen ist und das nicht mal durch deine eigenen Kontakte. Nein, dein Papa musste seine Kontakte spielen lassen. Und jetzt kannst du nicht mal gefeuert werden, weil das aus irgendeinem Grund schlecht für die Firma wäre. Was für eine Lachnummer. Du hast dir nicht mal die Mühe gemacht, dir meinen Namen zu merken. Dabei war ich 3 Jahre lang dein Assistent. Tim, mein Name ist Tim. Du hättest dir nur 3 ganze Buchstaben merken müssen. Für dich zu arbeiten hat mich jeden Tag auf die Palme gebracht. Ich bin froh, dass ich gekündigt habe. Und du hast es bestimmt nicht mal gemerkt. Tim O'Shea. Tim O'Shea, du. Kennen wir den nicht irgendwoher? Urlaubsregelung. Anfrage, Urlaub. Eingereicht von Andreas Jensen. Anmerkung. Einige von uns, ich eingeschlossen, schuften hier fast schon 15 Jahre. Trotzdem bekommen wir nur 10 Tage Urlaub pro Kalenderjahr. Ich bin für diesen Job zwar dankbar, habe jedoch von ein paar Freunden zu Hause gehört, dass sie 15 Tage Urlaub bekommen, sobald sie 10 Jahre im Dienst sind. Könnten wir das vielleicht auch so handhaben? Vielen Dank. Genehmigen. Anfrage genehmigt. Rück zu den Anfragen.
Konstruktion anfragen. Okay. Ersatz für Mining-Ausrüstung. Anfrage. Ersatz für Mining-Ausrüstung. Eingereicht von Trevor Petya. Anmerkung. Unsere derzeitige Mining-Ausrüstung befindet sich in einem beklagenswerten und ineffizienten Zustand. Sie ist älter als die meisten Arbeiter. Die Geräte gehen kaputt oder blockieren und die Reparatur ist zeitaufwendig. Unter den aktuellen Umständen können wir die Quote nur gerade so erfüllen. Die Kosten für diesen Antrag sollten sich also rasch amortisieren. Mit verbesserter Ausrüstung könnten wir den Abbauertrag um mindestens 75% steigern und damit auch den Gesamtprofit. Können wir auch genehmigen. So, haben wir erfüllt. Getränkeauswahl. Getränkeauswahl eingereicht von Laila Poleski. Anmerkung, es wäre schön, wenn die Firma uns im Pausenbereich ein paar unterschiedliche Getränke anbieten könnte. Vielen Dank. Genehmigen. Verspätete Antworten. Anfrage verspätete Antworten. Eingereicht von Leona Hawkes. Anmerkung, die anderen Manager meinen, dass du verspätet auf deine Nachrichten antwortest. Ich schreibe dies in der Hoffnung, dass du oder dein Assistent, falls wir mal einen anstellen, sich darum kümmern. Genehmigen. Zurück zu den Anfragen. Mehr haben wir nicht. So. Peter Brennan. Die Nachricht vom vorherigen Assistenten, die habe ich, fand ich jetzt super. Auf jeden Fall. Nein! Ich wollte nicht fliegen! So. Ich hoffe, es war kein Fehler, Hank, das zu... Warum Hank wohl so lange braucht? Ich bin zurück. Ich konnte deine Anfrage genehmigen. Schon gesehen. Gute Arbeit. Wusste ich doch, dass es klappt, wenn ich jemanden einschleuse. Die Bestellung für die Ausrüstung ist schon raus. Wollte dich bitten, sie für mich abzuholen, aber es gibt ein Problem. Einer meiner Jungs, Hank Ferraro, wollte das übernehmen. Hab ihm gesagt, er wäre bei seinem Job hier besser aufgehoben. Aber er bestand darauf und war weg, bevor ich ihn aufhalten konnte. Aber okay. Es sollte nicht so lange dauern. Ein kurzer Trip nach Gagarin und zurück. Ich mache mir Sorgen und könnte Hilfe gebrauchen. Klar, kein Problem. Danke, das hilft mir enorm. Übrigens kann ich einen Teil vom Budget als Belohnung für deine Hilfe abzwacken. Das freut dich bestimmt. Wir haben im Moment kaum Informationen. Ich würde bei der Schiffswerft von Cydonia anfangen. Drüben im Raumhafen. Dort hat man Hank wohl zum letzten Mal gesehen. Mehr habe ich nicht. Andernfalls müsstest du seine Schritte von Gagarin aus zurückverfolgen. Viel Glück! Okay, sprich mit der Schiffswartung. Wo war die Treppe nochmal? Da. Ja, komm, geh. Okay, hier kommen wir nicht hoch. Hallo. So, okay, dann gehen wir hier entlang. Ah, okay, das erklärt, warum wir da nicht hoch konnten. Da ist eine Decke im Weg. Okay, jetzt noch mal ein paar Schritte. Aber echt, ich bin froh, dass ich für den Typen nicht mehr den Assistenten spielen darf. Diejenigen, die für ihn die Assistenten spielen, die tun mir echt leid. Aber wenigstens haben wir ein paar Sachen geklärt gemacht, damit die Angestellten da ein bisschen mehr was dafür haben. Vor allem 15 Tage Urlaub im Jahr. Das ist echt sehr wenig. Finde ich. Okay, ich weiß jetzt aber auch nicht, wie viele Tage. Kann ich dir irgendwie helfen? Wird das nach irdischer Zeit sollen berechnen? Wir was reparieren? Ich versuche nach Informationen über Hank Ferraro. Man sagte mir, er wäre hier durchgekommen. Mal sehen. Hank. Nein, der Name fehlt hier. Oh, halt, da ist er. Henry Ferraro. Hank muss wohl sein Spitzname sein. Ja, er war hier, holte sich sein Schiff und flog los. Übrigens, allem Anschein nach ist er schon wieder auf dem Mars. Beim Landeanflug zum Raumhafen änderte er aber den Kurs und setzte dann weit vor der Stadt auf.
Danke, ich werde mit dieser Info zu Trevor zurückkehren und der Sache auf den Grund. Warum wollte er es vermeiden, im Hafen zu landen? Ich mache diesen Job schon seit Jahren, aber Gründe, warum jemand im Landeanflug den Kurs ändern sollte, fallen mir nicht viele ein. Es wäre nicht der erste Versuch, auf diese Weise Schmuggelware abzuladen. Aber normalerweise sparen sie sich den Vorbeiflug am Raumhafen. Und Scans gibt's auch noch, also ich weiß nicht. Du wirst ihn wohl selbst fragen müssen, vorausgesetzt, du findest ihn überhaupt. Hast du sonst noch Informationen? Hat Hank was gesagt, als er aufbrach? Nichts Ungewöhnliches. Holte sein Schiff und war weg. Hat beim Tanken erfolglos versucht, einen Rabatt rauszuschlagen. Das war's. Danke, ich werde mit dieser Info zu Trevor zurückkehren und der Sache um den Grund gehen. Ja, irgendwas stimmt da nicht. Es wäre wohl wirklich am besten, die Sache mit deinem Boss zu klären. Ist vielleicht alles nur ein Missverständnis. Dann viel Glück und schönen Tag noch. Okay. Ich glaube, Hank hat da nicht eine nicht so ganz saubere Weste, würde ich mal behaupten. Jetzt nur die Frage, was hat er vor oder was hat er gemacht oder geplant oder so? Oder irgendwie... Da muss definitiv mehr hinter sein. Ansonsten wird die... Oder der ist genau wie ich und möchte auch gern andere Sachen hier mal looten und so weiter. Oh, bald ist Pause. Genau. Trevor! Warum Hank wohl so lange braucht? Ich hoffe, es war kein Fehler, Hank das zu überlassen. Ja, bei der Schiffswartung heißt es, dass Hank zurückgekommen wäre, aber nicht im Hafen gelandet. Das ist schon seltsam. Warum sollte er das tun? Und warum kommt er nicht mit der Ware zurück? Da ist irgendwas faul. Ich habe mich umgehört, als du fort warst. Seine Kollegen meinten, er sei in letzter Zeit besonders, hänkig gewesen. Wow. Hat wohl geflucht, was das Zeug hält. Wegen der Arbeit. Und wegen den Kollegen. Er hat Sachen gesagt, die mich stark an seinen Absichten zweifeln lassen. Aber er ist nicht der Hellste. Vielleicht ist er noch in Cydonia. Sieh im Broken Spear nach, da geht er immer was trinken. Wir müssen der Sache auf den Grund gehen. Ich werde versuchen, ihn und die fehlende Ausrüstung zu finden. Denk dran! Das Wichtigste ist, dass wir herausfinden, wo das Equipment ist. Um Hank können wir uns später kümmern. Wir dürfen es nicht aus den Augen verlieren, bevor es verkauft wird. Oder Schlimmeres. Und an welche höhere Macht du auch glaubst, bete, dass die Fracht nicht im All abgeladen wurde. Vor uns liegt eine Menge Arbeit. Viel Glück! Okay, alles klar. Sprich mit Trevor. Ne, finde Hank Ferrari. Okay. Kann ich hier einfach so... Nein, ich knall hier gegen die. Dass ich immer mit dem Jetpack hier versuche, irgendwo hochzukommen. Aber auf zum Broken Spear. Ich sprich mit Layla. Ich brauche eine Pause. Sprich mit Hank, okay. Hast du ein Problem, hä? War nur ein kleiner Spaß. Hast du schon mal von diesem Herzmaß gehört, von dem Layla geredet hat? Was? Nein! Das hat sie mir nie erzählt. Moment mal. Ist hier irgendwas los? Ihr verheimlicht mir doch irgendwas, oder? Glaubt wohl, ich kann kein Geheimnis bewahren. Tja. Ich will sowieso nichts mit eurem blöden Mars-Harz zu tun haben, oder was es ist. Was? Ich habe ein paar Fragen an dich wegen Hank, dich Hank, wegen der neuen Ausrüstung. Fragen, was? Ja. Ich kauf dir erstmal ein Bier. Nein, zuerst reden. Ich will keine Ablenkung. Lass mir normalerweise nichts von Leuten spielen, die nicht mein Vertrauen genießen. Was? Kann man nicht einfach mal nett sein? Also, hab dich mit Trevor reden sehen. Was steckt jemand wie du die Nase in Sachen, wo sie nicht reingehört? Wir glauben, dass du was mit der fehlenden Ausrüstung zu tun hast. Lassen wir das, du hast die neue Ausrüstung gegriffen, aber ich weiß nicht warum.
Versuche nur, Trevor zu helfen. Du wolltest die Ausrüstung holen, bist aber nicht zurückgekehrt. Stimmt, ich wollte das Zeug nicht zurückbringen. Ich hab's genommen. Weil ich es musste. Alle halten mich für eine Witzfigur. Und ich stecke in diesem Dreijahresvertrag fest. Kann mir nicht leisten, den zu brechen. Also, scheiß auf Damus, scheiß auf Trevor und die anderen Miner. Das Equipment war ihr letzter Strohhalm. Hat er dir das gesagt? Wir werden zum x-ten Mal die Quoten nicht erfüllen. Und wenn alle entlassen werden, schulde ich Damus nicht einen verdammten Credit. Ich sag dir was. Du gibst mir die Ausrüstung und keiner muss davon erfahren. Das ist ein furchtbarer Plan. Und da du mir nun davon erzählt hast, werden sie dich einbringen. Wie kannst du das deinen Kollegen nur antun? Im Ernst? Du hättest dasselbe getan, wenn dich deine Kollegen nicht ernst nehmen. Ich zeige ihnen ständig, wie viel besser ich bin als sie. Aber sie lachen bloß und lästern hinter meinem Rücken. Sie glauben, ich höre sie nicht. Tu ich aber. Sie sagen, ich wäre ein Angeber, der nichts drauf hat. Also leckt mich. Ich scheiß auf diesen Planeten voller verdammter Loser. Gibt's für dich keinen besseren Weg, um aus dem Vertrag rauszukommen? Nein. Vielleicht. Weiß nicht. Ach, wem juckt's? Es ist mein Plan und ich ziehe ihn durch. Was passiert gerade mit der Cam? Also, mit dem Dings? Das ist ein furchtbarer Plan und, ich sag dir was. Du gibst mir die Ausrüstung und keiner muss davon erfahren. Hm. Scheiße, ja. Du könntest mich einbuchten lassen. Und alles wäre umsonst gewesen. Verdammt. Okay, du gewinnst. Ich zeig dir, wo ich alles versteckt hab. Dann schleppen wir den Kram zurück. Aber halt bloß die Klappe. Wie du es versprochen hast. Ich werde dich nicht ausliefern versprochen. Ich will nur die Ausrüstung zurück. Okay, aber wenn du irgendeine Dummheit versuchst, dann geht's direkt zur Security. Falls du Ärger suchst, du solltest wissen, dass ich gut bewaffnet bin und mich verteidigen kann. Nur die Ruhe. Ich schieß dir schon nicht in den Rücken, falls du das damit sagen willst. Komm einfach mit. Wir gehen raus. Ja, komm, geh vor. Hank? Layla faselt schon wieder was vom Herz des Mars. Wann wird die endlich mal damit auf? Was hat es jetzt mit dem Herz vom Mars auf sich? Ich hatte auf einmal diese Quest und dann diese Fragen. Das ist aber eine separate Quest, kann das sein? So, wo will der hin? Warum muss er auch so langsam sein? Komm, öffne! Das nervt mich irgendwie, wenn die Türen immer so lange brauchen. Damit man hier rein und rausgelassen wird. Henry Hank Ferrara. Wo willst du hin? Kann das nicht ein bisschen flotterer Geschwindigkeit sein? Tempo, höheren Tempo. Hä? Nee, jetzt ernsthaft, wo will er hin? Ich werde da ein bisschen stutzig gerade. Wow, du hast das echt ganz alleine herausgekriegt? Ich dachte, ich war total vorsichtig. Es war so leicht. Trevor, der Boss, ist manchmal so krass laut. Und ich habe gute Ohren, also habe ich gehört, wie ihr über die Ausrüstung geredet habt. Ich wusste, wie wichtig das für alle ist. Und wie gearscht sie ohne sind.
Und dann lässt Trevor mich das Zeug abholen, weil er dachte, ich zeige Initiative. Der Plan war echt perfekt. Okay, aber wo gehen wir hin? Wo hat er gelandet? Jetzt ernsthaft? Warum kann der wirklich nicht schneller laufen? Henry? Wehe, du hast vorhin in der Bar gelogen und das stimmt gar nicht. Wir riechen uns. Ja, jetzt geh! Lauf! Alter. Wenn das jetzt irgendwo auf der anderen Seite vom Mars ist. Gar nicht so übel. Ist schon echt schade. Ich hätte sicher richtig Kohle mit dem Zeug machen können. So, was glaubst du? 500.000? Landeplatz. Wenn es jetzt dahin aber geht, wo hätte ich es verkaufen sollen? Ich kann ja schlecht Paletten voller Mining-Ausrüstung völlig unbemerkt zu Jane schaffen. Ist sicher am besten, wenn wir es zurückgeben. Es wäre ein Albtraum gewesen, das Zeug loszuwerden. Und es zu zerstören, das wäre noch viel schlimmer gewesen. Ist ja fast alles aus Metall. Das habe ich mir nur dabei gedacht. Ich hätte irgendwo ins Nirgendwo fliegen und es vergraben können. Es irgendwo in eine alte Mine werfen und einfach vergessen. Aber dann hättest du ein echtes Problem gehabt, oder? Gut, dass du mich vorher gefunden hast, was? Ah, okay, da haut einer ab. So, aber wieso braucht... Wieso muss er so langsam wir sein? Wir sind fast da. Ist das da das Schiff? Bitte sag mir, dass das das Schiff ist. Bitte. Oh, hoffentlich ist das Zeug noch da. Wir haben es fast geschafft, okay? Ich musste mein Schiff ein Stück wegpacken, damit sie es nicht sofort finden. Wer finden? Ich fand das ziemlich klug. Ich dachte nicht, dass ich so bald wieder zum Schiff muss. Wenigstens musst du nicht den ganzen Weg zurückgehen. Ich meine, wir können das Schiff vielleicht wieder in den Hafen bringen und es jemand anderen entladen lassen. Dann müssen wir nicht alles schleppen. Da vorne ist es. Er hat was vor. Er hat einen Hinterhalt vor. Oder da sind welche, die einen Hinterhalt vorhaben. Nur mal sicher gehen. Außerhalb von Saldonia gibt es einfach nichts. Absolut nichts und niemanden. Der hat was vor. Ich merke das. Und warum muss er so langsam sein? Ich wäre jetzt schon wahrscheinlich wieder zurück Richtung Trevor. Wenn er ein bisschen flotter wäre. Ich habe irgendwie ein schlechtes Gewissen. Okay, jetzt reicht's. Dreh dich um, sonst muss ich dir in den Rücken schießen. So, ja, ich wusste, dass du mich weglocken wolltest, um mich zu töten. Dann mal los. Scheiße, was? Dafür, dass er auch so langsam gelaufen ist. So. Echt jetzt? Fällt mir echt nichts mehr ein, was ich sagen soll. So, aber wir springen mal zurück. So, hier wird wieder gesprengt. Wir wollen runter. Also wieder rein.
Wir wissen zumindest, wo das Schiff ist. Ich gehe mal davon aus, dass das das Schiff ist. So, dann müssen wir auch noch mal kurz nachladen und dann einfach wieder die Waffe einstecken. Ich mag es nicht, wenn die Waffen irgendwie leer sind, also oder nicht voll. Halt die Augen nach Terrormorph-Aktivität auf. Man macht sich einfach wahnsinnige Sorgen, wenn der Papa. Nein? Wollt landen, ganz normal. Erfolg gehabt? So. Ich bin schon gespannt auf die ganze Geschichte. Nun, ich habe herausgefunden, was mit Hank und der Ausrüstung geschehen ist. Ah, warum hat er so lange gebraucht? Hank hat sie gestohlen und gehofft, dass sie alle gefeuert werden und er wollte mich töten. Nun, du stehst vor mir, er aber nicht. Da kann ich mir denken, wie es gelaufen ist. Er hat hart gearbeitet, aber er war dumm. Mir war nur nicht klar, wie dumm. Oder wie gefährlich. Ah, das ist wirklich schade. Aber ich bin froh, dass du unser Equipment zurückgeholt hast. Du hast uns allen den Hintern gerettet. Ich weiß nicht, wie ich den Schlipsträgern erklärt hätte, dass wir das neue Equipment verloren haben. Danke. Ja. Wenn du uns immer noch helfen willst, sieh vielleicht mal nach Rivka. Der geht's im Moment nicht so gut. Okay, neue Quest. Echt bitter, das mit Hank. Ich habe von einem sogenannten Herz des Mars gehört. Was weißt du darüber? Das bitte was? Sorry, ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Klingt, als wäre es ausgedacht, wenn du mich fragst. Aber vielleicht haben die anderen meiner neue Begriffe, die ich nicht kenne. Frag mal rum. No, okay. Wie sieht das jetzt aus? Habt ihr all die neue Ausrüstung, die ihr brauchtet? Im Prinzip schon. Wenn wir jetzt unsere Quote nicht erfüllen, dann sind wenigstens wir schuld und nicht die blöden Geräte, die nichts taugen. Schade, dass nicht genug übrig war, um den alten Gnome zu reparieren. Noch ein funktionierender Roboter wäre vielleicht schön gewesen. Aber ist schon okay. Wir haben uns an ihn gewöhnt und mögen den kaputten sprechenden Computer so, wie er ist. Okay. Wie läuft das Mining hier auf dem Mars? Klasse! Nachdem du uns geholfen hast, die neue Ausrüstung zu bekommen. Das ist so ein Unterschied. Wir haben unseren Ertrag einfach mal verdoppelt. Wie du sicher weißt, bin ich dafür verantwortlich, die Damus Sternenwerft mit Ressourcen zu versorgen, die ihrerseits die UC Navy mit Schiffen versorgt. Das und andere wichtige Projekte machen uns zu einem der wichtigsten Mining-Standorte der United Colonies. Wir bekommen entsprechend viel Ansehen und Gehalt. Das macht es fast wett, dass wir quasi am Arsch der besiedelten Systeme stationiert sind. Okay, mehr schönen Tag noch, ja? So, okay. Aber mich interessiert das Herz vom Mars ein bisschen. Ich wusste gar nicht, dass wir neue Miner haben. Es waren doch alle Posten besetzt. Ich bin kein neuer Miner. Oh, ich arbeite hier nicht. Ich sehe mich nur um. Oh, ich arbeite schon woanders. Keine Sorge, ich will dir nicht deinen Job wegnehmen. Vielleicht nicht, aber ich habe Trevor immer geholfen, die neue Ausrüstung zu besorgen. Ah, okay, okay. Das warst also du. Klasse. Ja. Ich habe gerade gesagt, wie viel besser das neue Zeug ist. Funktioniert super, danke. Egal, ich bin Layla. Wenn ich nicht arbeite, bastle ich an Noam herum, unserem inoffiziellen Maskottchen. Ich fülle sein Computerhirn mit allerlei Unfug und Ankündigungen. Wenn du zum Plaudern hier bist, dafür bin ich jederzeit gerne zu haben. Vor allem, wenn du über das Herz des Mars reden willst. Du hast etwas vom Herz des Mars, ich wüsste gern mehr darüber. Ah, du interessierst dich also für das Herz des Mars, ja? Ja. Angeblich gibt es in der Marswüste eine Höhle mit einer Ader des reinsten Titangesteins, das du je gesehen hast. Das Titan ist viel Geld wert. Aber manche sagen, das Herz des Mars sei verflucht. Hunderte haben es schon gesucht und sind nie wiedergekehrt. Alle sind elendig verendet. Aber vielleicht gelingt es ja dir. Ich glaube, du hast das Zeug dazu. Aber es ist auch völlig okay, wenn du dich nicht traust.
Nicht trauen? Ich? Von wegen. Ich finde das Herz des Mars. Du wirst schon sehen. Das klingt etwas weit hergeholt, aber ich bin bereit, das mir mal anzusehen. Interessant, aber ich habe gerade keine Zeit dafür. Verfluchtes Erz? Willst du mich auf den Arm nehmen? Warum wird es das Herz des Mars genannt? Das frage ich. Weil Mars der römische Gott des Krieges war. Sein Herz ist kalt und hart wie Titan. Irgendein Miner hat sich den Namen vor einer Ewigkeit ausgedacht und da hat sich durchgesetzt. Ah, okay. Verfluchtes Erz, du willst mich auf den Arm nehmen? Was? Nein! Ich meine, vielleicht gibt es den Fluch nicht, aber wer weiß? Pass auf, ich habe dir gesagt, was ich weiß. Glaub mir oder lass es. Ich kann nur sagen, falls du es schaffst, dem Fluch zu entgehen, wirst du hier zur Legende. Hm? So, warum hast du noch nicht versucht, das Herz des Mars zu finden? Gute Frage. Ich bin ehrlich gesagt nicht sehr abenteuerlustig und ich brauche auch das Geld nicht. Ich habe also nicht den Drang, mich mit einem Stück Titan zu befassen, das vielleicht mit einem tödlichen Fluch belegt ist. Hm? Ja, klingt auf jeden Fall etwas weit hergeholt, aber ich bin bereit, es mir mal anzusehen. Ich weiß, verfluchte Steine und so. Ich weiß nicht, ob es den Fluch wirklich gibt, aber es ist trotzdem sehr gefährlich da draußen. Ich gebe dir die Koordinaten der Höhle. Viel Glück. Hast du irgendwelche Mining-Tipps für mich? Du programmierst also Noam? Ja, Noam ist schon ewig hier. Und er ist auch schon ewig kaputt. Er kann weder gehen noch arbeiten. Und uns fehlt das Budget, um ihn zu reparieren. Bisher hat es niemand übers Herz gebracht, ihn zu verschrotten. Ich habe ihn umprogrammiert. Er verkündet jetzt Nachrichten und Ankündigungen. Seine Antworten basieren auf meinem eigenen sarkastischen Humor. Das kam gut an. Also habe ich getan, was jede angehende Komikerin getan hätte und lasse ihn dumme Witze erzählen. Die Leute lieben es. Jedenfalls behaupten sie das alle. Also, ich hatte... Hey, wir sehen uns. Ich hatte doch gehabt, ich könnte auch jemanden hier mit erzählen. Im Rekrutierungsbüro der Marines kann sich jeder Bürger zum Militärdienst melden. So, aber dann würde ich sagen, machen wir dann ab hier in der nächsten Folge mal weiter. Machen uns in der nächsten Folge auf die Suche nach dem Herz vom Mars, weil irgendwie klingt das interessant. Auf jeden Fall. Und wir sind... Wer ist denn besser dafür geeignet als wir? Daher, ja, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!